Das Partnerprogramm zwischen Nintendo und YouTubern hat seine Richtlinien verschärft und verbietet registrierten Kanälen fortan Livestreams von Nintendo-Inhalten auf YouTube. Weiteres erfahrt ihr nach dem Intro. Nintendo hat seine Richtlinien gegenüber YouTube verschärft, denn ab sofort ist es Mitgliedern des Creator-Programms nicht mehr gestattet, Nintendo-Spiele im Rahmen von YouTube Live zu zeigen und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. Let's Plays oder ähnliches sind nicht betroffen. Werbefinanzierte Livestreams sind nun aber nicht mehr möglich. Wer an dem Creator-Programm von Nintendo teilnehmen und dennoch Livestreams senden möchte, hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder er streamt mit einem zweiten Kanal, der nicht beim Nintendo Creator-Programm angemeldet ist, oder er steigt aus dem Programm aus. Es ist bisher unklar, ob die neue Regelung auch für die Streaming-Plattform Twitch gilt. Wie findet ihr die neue Regelung? Drücke rechts oben auf das i und stimmt darüber ab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.